Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Na ihr, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ja, es geht weiter in dem Ganzen. Es sind jetzt ein paar Tage später. Das Spiel wurde mehrfach gepatcht und gefixt und alles. Und ja, wir laufen jetzt auf Super Ultra. Zwar nicht ganz mit 60 Bildern. Mal gucken, ob ich das vielleicht wieder ein bisschen was runterdrehe. Wir befinden uns gerade auch in einem Teil, wo sehr viel Grafikpower gefordert wird. Zum Beispiel hier sind wir bei 60. Wir gucken, wir spielen das Spiel jetzt so. Ich wollte noch ein bisschen was mehr aus dem Spiel rausholen und es sieht so geil aus. Jetzt läuft es aber gerade mal so mit 40. Ich muss mal gucken, vielleicht ändere ich das nochmal was. Aber GeForce Experience schlägt mir das so vor, deswegen, ich wüsste jetzt nicht, wo da das Problem sein sollte. Ich würde sagen, wir klauen uns erstmal ein Auto. Und dann machen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar machen wir das aus, weil ich habe das Problem... Ein Video, und zwar das vierte Video in dieser Serie, wurde nicht monetarisiert, weil zweimal fremde Musik drin vorkam, die mir nicht gehört. Und deswegen, ich glaube, nicht mal GEMA einschreiten musste. Aber auf jeden Fall durfte ich es nicht monetarisieren, aber es wurde zum Glück nicht gebannt. Yay. Okay, meine Damen und Herren, ich mache mir das Spiel gerade mal ein bisschen was leiser, weil mir ist das zu laut gerade. Wie gesagt, wir dürfen jetzt also keine Musik mehr laut im Vordergrund spielen. Hey, du! Dein Auto. Ich muss mich mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das könnte wieder ein bisschen was dauern, bis ich heute wieder drin bin. Oh mein Gott, ihr wollt mich doch auch verarschen. Da lässt er sich rausziehen. Sie können mich mal. Au! Sie mache ich per. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Wieso haben Sie das gemacht? Die holt mich da schon wieder raus. Retro! Hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Und, hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Fresse halten, Frau, Alter. Häng dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Du weißt, wie Primate drauf ist. Ich muss noch einen Weg finden, das abzuschalten, dass das von alleine geht. Ja, eine Sekunde. Gerade mal, das ist jetzt für mich. Ich höre mich gerade nämlich selber nicht. Ich habe gerade eben noch mal ein bisschen was rumgetinkert mit Einstellungen. Nur ist klar, dass das jetzt... Nein, ich will nicht in den Online-Modus. Arschloch. Ich will in die Einstellungen eigentlich. Spieloptionen. Oh mein Gott, das Geräusch hat mich gerade voll an Watch Dogs 2 erinnert. Das war gerade krass. Okay, eine Sekunde. Das hat sich nämlich umgestellt. Das sollte eigentlich hier irgendwo sein. Spiel? Wow, wow. Wir sind wieder da. Nicht, dass ich das gerade fast abgeschossen hätte. So, meine Damen und Herren. Okay. Wir brauchen einen Auftrag. Erstmal Steuerung. Okay. Wir haben die Hauptoperationen. Blumen erledigen und Cyberdriver. Ich würde sagen, wir machen einfach mit Blumen weiter. Gewinne Follower. Verfolgung nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen erst das andere machen. Wo ist das? An der HQ. Okay, damit müssen wir einmal hier runter. Boah, das mit dem Google Maps sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Oh Mann, okay. Gut, dann fahren wir da jetzt erstmal hin. Währenddessen klaue ich überall Botnet-Aufladung. Wow! Sieht von hinten wie zwei Autos aus. Okay, sehr schön. Oh Mann, das Spiel lässt sich doch ganz gut fahren, muss man doch mal sagen. So. Sehr schön, gefällt mir. Ups. Ich muss sagen, die Karre hat einen guten Bremsweg. Ups. So, sehr schön. Okay, hier ist die Buslinie. Das ist natürlich auch cool, wo alle drauf fahren. Ah, ich dachte, das wäre hier schon. Nee, das ist in 300 Metern. 300 Meter. 300 Meter. Gerade mal 45 Euro daraus geklaut. 72 Euro. Ups. Das war ich jetzt schuld. Sehr unauffälliges Parken. Guten Tag, guten Tag. Komm, geh auf Seite, Frau. Achso, so rannte man. Mit linken Stick reindrücken. Da war was. Okay, so, ich trinke mir gerade mal einen Radler. Es ist nämlich 1 Uhr nachts.
Warum dauert das eigentlich immer so lange? So. Das Passwort ist wahrscheinlich 1, 1, 1. Warum steht hier Wasser im Keller? Egal. Wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Bei, Dings. Scheiße, ich kann mir die Namen wieder nicht merken. Ah, ich sehe schon, das wird ein tolles Let's Play. Aber es wird ja auch einigermaßen geguckt, dafür, dass es ein Triple-A-Spiel ist. Ich bin ruhig. Hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsehen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, Gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Ich muss im Hintergrund gerade so lachen. Cyberdriver. Griff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet! Das ist kein normal UKI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Schön. Firewall, Mann. Cyberdriver! Action Held vom Feinsten! Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Nerd! Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Ja, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. DeathSec. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. DeathSec. So, Entschuldigung, wenn ich... Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Okay, meine Damen und Herren, falls ich im Hintergrund sterbe durch Husten, Röcheln, sonst irgendwas, ich habe Männerschnupfen. Mir geht's gut. Ja, meine Damen und Herren, Gott, ist das Ganze kitschig. Aber okay, ich liebe dieses Spiel jetzt schon, es ist so genial gemacht mal wieder. Auch wenn es nicht mit Aiden Pierce ist, es ist viel lustiger und nicht mehr so trocken, wie es zwischendurch war mit Aiden Pierce. Deswegen, ich bin sehr glücklich. Ich wollte gerade sagen, warum dauert das immer so lange? Felix, weil das Spiel die Spielwelt nachladen muss. Achso. So. Mal gucken, ob man wieder mal für mich geparkt hat. was ist denn da passiert? Ja, gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen, tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DeathSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern.
Boah, ich bin wirklich krank. So, meine Damen und Herren, das heißt, wir krachen jetzt mal hier gerade durch die Innenstadt in Richtung HMP Studios, was, glaube ich, eine Anspielung auf die Ich komme nicht mehr drauf Studios sind. Ach, ist egal. TML ist was komplett anderes. Das ist eine Soundtechnologie. Hat gut funktioniert. Ich habe mir gedacht, fahr einfach mal mit Schwung drauf zu. Ich bin krank immer noch. So, meine Damen und Herren. Und da sind wir. Hook Motion Picture Studios. Ah, so, meine Fresse, sieht das Spiel geil aus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu sehr bei euch ruckelt. Ich glaube mal nicht. Ich hoffe es mal, wenn ich das nachher durch die Render-Software durchgejagt habe. Und wenn, dann muss ich das Spiel Tatsache was runterdrehen. Dann tut es mir echt leid, obwohl er nimmt momentan auch nur mit 31, 32 Frames auf. Kann sein, dass er sich Tatsache anpasst. Ich weiß es doch nicht. Das Spiel macht das schon. Der Rechner macht das schon. Dafür habe ich den Rechner. Ja, ich mache gleich nach ein paar Minuten nochmal eine Aufnahmepause und gucke mal in die Aufnahme rein. Gut, es könnte sein, dass sich auch die Lautstärke von meiner Stimme immer wieder mal abwechselt. Das liegt dann daran, dass ich hier was zurückgelehnt sitze, weil es relativ spät ist und ich müde bin. Oh, und wie, Sir? Dieses Modell ist super smart und super schnell. Und wenn Sie jetzt zugreifen, bekommen Sie für nur 9,99 ein weiteres Gigabyte pro Monat. Und für die gesamte USA gültig. Ich will Rabatt auf Spiele. Oh, aber eigentlich, wir bieten eigentlich nur Daten. Sind Spiele keine Daten? Sie haben gesagt, ein Gigabyte zusätzlich. Das hätte ich gern als Spiele. Ich will diesmal ein Handy, das nicht dumm ist. Oh, verstehe. Ich erklär's Ihnen mal. Oh Gott, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, ich habe einen... Ah, ich habe einen Shortcut dafür gefunden. Okay, Moment, ich mache den Heizlüfter im Hintergrund nochmal aus. Vielleicht habe ich das gar nicht mitbekommen, ich habe den angemacht. Warte mal, was ist denn hier? Was? Sie haben hier echt einen tollen Job? Versuchen Sie es gar nicht erst. Was? Welcher Trick wird es? Na los, raus damit. Ich habe den Studioausweis vergessen. Bin beim Catering. Sie kommen hier nicht rein. Kein Trick. Ich bin bloß ein Filmfan. Bis später dann. Schade, das wäre auch zu einfach gewesen. Versuchen wir es mal. Der hat kein Handy? Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie rein. Und ich denke mal, dass... Ah ja. Da war was. Moment, wir machen das voll. Wer glaubt denn noch an diesen New Dawn Bullshit? Schnauze, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir brauchen den Jumper. Stimmt, den habe ich total vergessen. Das machen wir mal gerade. Moment, ich laufe mal hier wieder hin, wo er auf mich... Ja, ist egal. Aha. So, das heißt, wir... Was ist das denn jetzt? Achso. Was ist das denn jetzt? Warte, wo war das denn? Der Jumper. Das hier sind nur Waffen. Achso, da. Da ist die kleine Kiste doch. Das ist so cool, Mann. Wow. Oh, da komme ich nicht runter. So cool. Was soll denn das? Oh yeah. Wir gehen einfach in die Kamera rein. Okay. Hier steht natürlich überall Sicherheitsdienst. Den markieren wir nämlich gerade so schön. Was ist das denn noch welche? Scheiße. Hier ist ja richtig die Kacke am Dampfen, ey. Es müsste jetzt übrigens auch so sein, vorher in Watch Dogs 2 konnte man die nur hoch und runter fahren, solche Dinger. Aber jetzt kann man die durch die Gegend fahren. Kann ich hier nicht... Ah! Das ist so cool. Bäh. Mal gucken, was so geht.